Darf ich kurz die Geschäftsführer fragen? Ich könnte jetzt grundsätzlich erstmal den Petitionstagesordnungspunkt ausklammern und würde dann die weiteren Anträge aufrufen und abstimmen. Ist das okay? Seid ihr einverstanden? Sie haben das im Griff, ja? Dann machen wir das, sonst sparen wir nämlich sehr viel Zeit. Dann rufe ich jetzt auf den Tagesordnungspunkt 90. Das ist der dringliche Antrag der Fraktion der AfD. Errichtung von Landstromanlagen für Binnenschiffe, Drucksache 20/5796. Wer stimmt dem dringlichen Antrag zu? Das ist die Fraktion der AfD, die fraktionslose Abgeordnete. Wer stimmt dagegen? Das ist die FDP, der fraktionslose Abgeordnete, CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD und DIE LINKE. Damit ist der enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der dringliche Antrag abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 60, Beschlussempfehlung und Bericht Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und so weiter. Antrag der FDP, Ja zur Gentechnik, 20/5673 zu 20/4891. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die Fraktion der AfD, der fraktionslose Abgeordnete, die fraktionslose Abgeordnete, CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD und DIE LINKE. Ist jemand dagegen? Das ist die Fraktion der FDP. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit haben wir die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 61, Beschlussempfehlung und Bericht Ausschuss für Umwelt. Dringlicher Antrag Fraktion der CDU, Hessische Impfstrategie 20/5674 zu 20/4998. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die Fraktion der CDU, der fraktionslose Abgeordnete, Bündnis 90, die Grünen. Wer ist dagegen? Die Fraktion der AfD, die fraktionslose Abgeordnete, die FDP, die SPD und DIE LINKE. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 62, Beschlussempfehlung und Bericht Ausschuss für Wirtschaft, Antrag Fraktion DIE LINKE, Bus und Bahn virenfrei machen, Drucksache 20/5683 zu 20/5540. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Fraktion der CDU, die Freien Demokraten, die beiden fraktionslosen Abgeordneten, Bündnis 90, die Grünen. Wer stimmt dagegen? DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Die SPD und die AfD. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 63, Beschlussempfehlung und Bericht Kulturbudgetausschuss, Antrag Fraktion Freie Demokraten, Lernrückstände aufholen, 20/5692 zu 20/5539. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90, die Grünen, die beiden fraktionslosen Abgeordneten. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion, die Freien Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? DIE LINKE, die SPD und die AfD. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 64, Beschlussempfehlung, Bericht Kulturbudgetausschuss, dringlicher Antrag AfD, freiwillige und gegen verpflichtende Corona-Schnelltests, Drucksache 20/5694 zu 20/5610. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die CDU, Bündnis 90, die Grünen, die SPD, die LINKE, die Freien Demokraten, die beiden, der fraktionslose Abgeordnete. Wer ist dagegen? Das ist die AfD und die fraktionslose Abgeordnete. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 65, Beschlussempfehlung im Bericht Kulturpolitischer Ausschuss, dringlicher Antrag Fraktion der SPD, psychische Belastung von Schülerinnen und Schülern, Drucksache 20/5695 zu 20/5611. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die AfD, die fraktionslose Abgeordnete, der fraktionslose Abgeordnete, die CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer ist dagegen? Die Freien Demokraten, die SPD und die LINKE. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 67, Beschlussempfehlung im Bericht Sozial- und Integrationsbudgetausschuss, Antrag Fraktion DIE LINKE, Fachkräfte in der pädagogischen sozialen Arbeit, Drucksache 20/5704 zu 20/5537. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die AfD, die Freien Demokraten, die beiden fraktionslosen Abgeordneten, die CDU, Bündnis 90, die Grünen. Wer ist dagegen? Die SPD, die LINKE. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 68, Beschlussempfehlung und Bericht. Sozial- und Integrationspolitischer Ausschuss, Antrag der Abgeordneten Wolfgang Decker und Kollegen, solidarisch durch die Krise, Drucksache 20/5705 zu 20/5543. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die AfD, die fraktionslosen Abgeordneten, beide, die Freien Demokraten, die CDU, die Bündnis 90, die Grünen. Wer ist dagegen? Die Sozialdemokraten und DIE LINKE. Enthält sich jemand der Stimme? Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 69, Beschlussempfehlung und Bericht Sozial-
Sozial- und Migrationspolitischer Ausschuss. Dringlicher Antrag SPD, Kinder, Eltern und Erzieherinnen, Drucksache 205706 zu 205609. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Ist die AfD, die beiden fraktionslosen Abgeordneten, CDU und Bündnis 90, die Grünen. Wer ist dagegen? Ist die FDP, die SPD und die Linke. Enthält sich jemand der Stimme? Ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 70, Beschlussempfehlung, Bericht SIA, Dringlicher Entschließungsantrag CDU, Bündnis 90 Die Grünen, Corona der Arbeitswelt, 205707 zu 205614. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die CDU und Bündnis 90 Die Grünen und der fraktionslose Abgeordnete. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD, die Freien Demokraten, die fraktionslose Abgeordnete, die SPD und die Linke. Enthält sich jemand der Stimme? Ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 71, Beschlussempfehlung und Bericht Innenausschuss, Antrag Dr. Daniela Sommer und Kollegen, Taxifahrtkosten zu Impfzentren, Drucksache 205708 zu 205434. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die CDU und Bündnis 90 Die Grünen und die beiden fraktionslosen Abgeordneten. Wer stimmt dagegen? Das sind die Freien Demokraten, die SPD, die Linke. Wer enthält sich der Stimme? Ist die AfD. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 72, Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses, Antrag Fraktion der SPD, Ungleichbehandlung, Diskriminierung beenden, Drucksache 205709 zu 205466. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die CDU und Bündnis 90 Die Grünen und der fraktionslose Abgeordnete. Wer ist dagegen? Das ist die AfD, die Freien Demokraten und die fraktionslose Abgeordnete und die SPD und die Linke. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 73, das ist die Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses, Antrag Fraktion der SPD, Feuerwehren besser wertschätzen, Drucksache 205710 zu 205549. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die CDU, die fraktionslose Abgeordnete, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist die SPD, die Linke, die AfD, die Freien Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? Ist der fraktionslose Abgeordnete. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 82, Beschlussempfehlung und Bericht des Haushaltsausschusses. Dringlicher Antrag, Fraktion AfD, keine Überschreitung des festgelegten Betrags, Drucksache 205756 und 205604. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das sind die Freien Demokraten, der fraktionslose Abgeordnete, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die SPD, die Linke. Wer ist dagegen? Das ist die AfD und die fraktionslose Abgeordnete. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen. Ich komme jetzt zur Auszählung der namentlichen Abstimmung. Mit Ja gestimmt haben 69 Abgeordnete, mit Nein gestimmt haben 51 Abgeordnete, enthalten haben sich 11 Abgeordnete und gefehlt haben 6 Abgeordnete. Damit sind beide Beschlussempfehlungen mit dem entsprechenden Stimmenverhältnis angenommen. Ja, dann sind wir eigentlich durch. Ne? Danke. Das habe ich mir ja noch hier zum guten Schluss aufgehoben. So, ich lasse jetzt die Beschluss, genau. Jetzt stimmen wir noch die restlichen Beschlussempfehlungen der Drucksache 205656 ab. Das sind also die restlichen Petitionen bzw. Beschlussempfehlungen. Wer stimmt den Beschlussempfehlungen zu? Das ist die Fraktion der AfD. Das ist der fraktionslose Abgeordnete, das ist die CDU, das Bündnis 90 Die Grünen, das ist die SPD, das ist die Linke. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Das ist die fraktionslose Abgeordnete. Damit sind die Beschlussempfehlungen angenommen. Ja, jetzt sind wir aber am Ende. Ich bedanke mich für eine sehr konzentrierte Abstimmung. Das hat mir sehr geholfen. Vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Ich wünsche einen wunderbaren, schönen Abend, wo auch immer. Bis morgen.